Moin, herzlich willkommen zurück zu Empire Total War in Preußropa. Ich finde das irgendwie ganz, das passt ganz gut, der Name. Es entspricht zumindest weitestgehend der Realität. Wir sind immer noch im Krieg mit den Briten, die in Europa nur noch diese Provinz haben, die wir leider nicht nehmen konnten. In unserem letzten Versuch, in unserem ersten Versuch. Wir sammeln hier ein bisschen Missionare für die Inseln, da wir die auch noch zum Protestantismus bringen wollen. Ah ja, genau, hier oben wollten wir auch noch hier einen Missionar. Der ist auch noch schön jung und knackig. Der Auf den kann Weg, Captain! mal hier an Bord kommen und mal hochfahren nach Island, denn die müssen wir auch noch ein bisschen bekehren. Da fehlt nicht mehr viel. Nur noch 5%, aber die will ich halt haben. Deswegen brauchen wir da einen Missionar. Genau. 2,4%. Gottes Wille geschehe. 4,1%. Was wünscht ihr von mir? 6,7%. Ah, guck mal, da geht's auch voran. Je mehr Köche, desto besser wird, desto schneller ist der Brei fertig, sozusagen. Genau, und die machen halt auch immer so weiter. So, wir haben immer wieder viel Geld auszugeben. Ja, ich kann eigentlich schon gerne die Handelshäfen überall bauen, wenn ich Möglichkeiten finden muss, um Geld auszugeben. Zumindest sorgen wir dafür, dass wir mehr Geld haben. Moment, brauchen wir die überhaupt alle, die ich jetzt ausbaue hier? Ja, da ist noch was zu tun. Da ist schon noch was zu tun. Die sind noch nicht komplett alle fertig. Aha. Ja. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, die Leute zur Vernunft zu bringen, sozusagen. Was natürlich heißt, Vernunft ist natürlich gleichbedeutend mit dem Protestantismus. Sag ich aus Sicht des Präsidenten der Preußisch-Deutsch-Europäischen Republik. Reale Meinung könnten abweichen. So. Wobei auch nicht allzu weit. Gibt Schlimmeres als die protestantische Kirche, die evangelische Kirche. Gibt da wirklich Schlimmeres. Sage ich mal. So. Der Missionar, den schicke ich nach oben hier. Okay, genau, da wollte ich nämlich zwei in Arkhangelsk haben, weil wir da auch noch missionieren müssen. Hier auch noch immer weiter missionieren. Ukraine. Die müssen auch noch missioniert werden. So, hier ist auch noch was, was man ausbauen kann, damit es vielleicht schneller geht. Weil die meisten schon protestantisch sind. Es wird so langsam. Hier unten auch, wie ich sehe. Dann ist bald das Geld wieder aufgebraucht. Ah, da hatte ich so ein Lustgarten-Ding abgerissen. Da können wir jetzt noch so eine Kirche hinbauen. Genau, hier noch ein Bauernhof ausbauen. Bei den Häfen warte ich immer so ein bisschen. Hier kann man noch was ausbauen. Und dann ist das Geld auch weg. Wobei, müsste ich hier nicht noch. Nee, die sind alle frisch. Okay. Also, hier haben wir das Problem, dass die Briten nicht zur Vernunft kommen wollen. Wie war es denn? Hier wollte ich noch mal ein paar Leute sammeln. Achso, hier wollte ich eigentlich auch was bauen, das habe ich jetzt vergessen. So, hier haben wir drei Armeen auf jeden Fall zusammen. Und drei Armeen brauchen wir auch, würde ich sagen, um sicher zu sein, dass das klappt mit den Briten. Achso, ich kann hier nochmal. Ach, ich habe das Geld ausgegeben. Macht nichts, macht nichts. Wir gehen in die nächste Runde. Das dauert sowieso alles nochmal ein bisschen. Wobei, was wir machen könnten, ist, wir könnten ein bisschen mehr Regimenter in London unterbringen. Hier haben wir ziemlich viele Kanonen drin. Hier haben wir auch Kanonen drin.
Hier sind gar keine Kanonen drin. So ein paar Kanonen können ja ruhig mal in diese Armee rein. Dann, ja, ein bisschen Kavallerie. Das ist gar keine Kavallerie. Hey, wie viel Platz haben wir hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regimenter können da noch rein. So, wie sieht's jetzt aus? War ja auch ein bisschen besser, aber... ja. Keine Ahnung. Da kann man vielleicht noch ein bisschen versuchen, die Armeen zu vervollständigen, die man hier sich zusammenbaut. Aber da müssen wir jetzt erstmal gerade Geld sammeln. Wie sieht es denn hier hinten aus? Hier konnten wir doch auch bestimmt vernünftige Leute ausbilden. Na gut, hier nur Milizen. Dublin ist ein bisschen außen vor. Gut, gehen wir erstmal in die nächste Runde. So, da laufen auch immer ein paar von unseren Leuten noch Lebemänner durch die Gegend. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit den Lebemännern... Da, ich erinnere mich, ich habe einen Missionar nach Bulgarien geschickt. Da braucht er ja auch nicht unbedingt zu sein. Dann kann ich auch überlegen, ob ich den woanders hinschicken will. Aber wir haben jetzt sonst in Europa erstmal keine Inseln, wo wir unbedingt Missionare brauchen. Island ist schnell abgehakt, weil das nur 5%. Und für Gibraltar und Sardinien und Korsika haben wir überall Missionare. Arkhangelsk habe ich auch 2 dahin geschickt. Sonst haben wir keine Provinzen ohne Städte. Wir bräuchten halt noch welche für Malta. Wieder eine Rebellion natürlich. Wie viele wollt ihr noch? So, oder ich kann hier von hier unten mal eine Armee hinschicken. So, das war in einem Zug durch. Sehr schön. Kannst du auch wieder zurück. Wie sieht's aus? Die sind immer noch nicht zufrieden. Oder haben wir einfach zu viele... Können wir auch nichts weiter ausbauen? Haben wir einfach zu viele Fabriken gebaut, dass wir die nie zufriedenstellen können, oder was? Das wäre natürlich doof. Nee, die haben natürlich immer noch Widerstand gegen Fremdbesatzung. Der ist auch irgendwann weg, aber das dauert einfach eine Weile. Das dauert einfach eine Weile. Naja, gut, dann dauert das halt eine Weile. So, hier wollten wir einen nach Island bringen. So, jetzt ist er da. Mal gucken, wie schnell er Fortschritte macht. 1% pro Runde. Zu dem Zeitpunkt, wo noch 5 übrig sind. Also das wird auch nicht so lange dauern wahrscheinlich. Da sind jetzt auch nur 117.000 Leute, die in Island leben. Da hat er nicht so viel zu tun. Mit hier wollte ich noch... Genau, ich wollte hier nochmal so eine Kirchentulle bauen. Um das den Prozess des Bekehrens ein bisschen zu beschleunigen. Wie sieht es jetzt in Spanien aus? Sind die Leute wieder ein bisschen ruhiger geworden? Ich traue mich noch nicht so ganz, den Lustgarten abzureißen. Aber wir können ein bisschen die... So, diese... Kirchen hier ausbauen. Das erhöht nämlich auch die Zufriedenheit bei der protestantischen Bevölkerung zumindest. Und die wird ja immer weiter steigen. Über Zeit. Und hier in Portugal. Wo wir auch Protestanten haben. So. Und hier in Marokko wollen wir auch Protestanten haben. Und viele Menschen, deswegen auch die Nahrungsversorgung verbessern. So. So. Immer weiter ausbauen, alles Mögliche. So. Wie sieht's in Anatolien aus? Können wir auch nochmal ein bisschen was ausbauen. Achso, ich wollte ja noch Armeen. Ich wollte noch weitere Soldaten ausbauen. Ausbilden. Guck mal, hier Linieninfanterie. Das ist so eine Elite-Einheit. Können wir ganz schön viel auf einmal machen. Krass. Können wir versuchen, das auch auszunutzen, was wir da an Möglichkeiten haben. Was können wir hier noch machen? Was haben wir denn an Kavallerie noch?
sind das Kürassiere, schwere Kavallerie. Aha. Ja, warum nicht? Kann auch nicht schaden. Kanonen haben wir ja. Nur an der Kavallerie mangelt es so ein bisschen gerade. Da haben wir drei. Da haben wir zwei. Die haben auch nochmal zwei. Ja. Genau. Aber wir können auch woanders noch Soldaten ausbilden. Wie zum Beispiel hier in Rom oder sowas. Das ist bestimmt auch eine gut ausgebaute Stadt. Die bauen wir zumindest immer weiter aus. Was haben wir denn hier eigentlich? Rittende Kavallerie. Packelgewehre. Das sind Sachen, die kenne ich gar nicht. Ja, ein bisschen Artillerie. Wollen wir mal ein bisschen Artillerie? Keine Ahnung. Wir haben ja eine gute Bilanz. Da haben wir Potenzial für viele. Für viele große Armeen, die wir vielleicht ansammeln wollen. In der Infanterie habe ich immer viele, da habe ich jetzt auch jede Menge ausgebildet, in Auftrag gegeben sozusagen. Und ja. Jetzt das Restgeld auch nochmal ein bisschen ausgeben. Wo bietet sich denn dann an, da noch was auszubauen? Vielleicht lasse ich die 1500 auch einmal mal 1500 sein. Ach nee, da ist noch was. Ja, gut. Wie sieht es hier in Österreich aus? Die haben auch noch Falschgläubige sozusagen. Gut, dann war es das für diese Runde. Gehen wir weiter in die nächste. Und im Hintergrund läuft ja auch unsere Flotten, aus dem Flottenbau und so, läuft ja auch noch ab. Der erste Missionar ist in Arkhangelsk angekommen, dass wir die auch noch zur Vernunft bringen. Achso, in Bulgarien war ja noch Missionar, aber das ist jetzt auch kein Problem, dass er da ist. Stört jetzt nicht. Im Grunde genommen hilft er uns ja, nur Bulgarien ist jetzt keine Provinz, die jetzt schwer zu bekehren wäre, weil die haben ja Städte. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn die entsprechenden Gebäude baut. Ja. Prost. Heute habe ich einen vorzüglichen Hagebuttentee. Aber der könnte ein bisschen stärker sein. Das soll ich vielleicht mal mehr Teebeutel rein tun. Egal. Militärtechnologie. Und Streik in England. Eine chemische Entdeckung. So, wir haben jetzt nur noch eine Forschung zu erforschen. In Magdeburg können wir jetzt dieses Ding abreißen, dieses Gebäude. Keine Ahnung, was ich mit den Edelmännern noch machen soll. Warum auch immer. Da ist so ein Bug, dass die ab und zu. Dass die Audio-Dinger von den Lebemännern haben. Das ist ganz komisch. So, die moderne Universität kann weg. Die brauchen wir nicht mehr. Es gibt nichts mehr zu erforschen für dieses Gebäude. Dann hat es auch seine Daseinsberechtigung verwirkt, würde ich mal behaupten. Genau, ach so, in Irland wollte ich noch was bauen. Ach nee, habe ich schon. Habe ich doch noch dran gedacht. Na dann. Hier fehlt nicht mehr viel. In wenigen Runden ist das fertig. Hier kann man noch was weiter ausbauen. Immer schöne weiter industrialisieren, sodass die nie zur Ruhe kommen. Wahrscheinlich kommen die dann irgendwann wirklich nie zur Ruhe. Man braucht da immer eine Armee stehen, die da irgendwas noch bewirkt oder so. Naja, eine chemische Entdeckung.
Chemie gewinnt als Wissenschaft allmählich eine ähnliche Bedeutung wie Physik und Astronomie. Der schwedische Apotheker Karl Wilhelm Scheele hat ein stark riechendes, giftiges grünes Gas entdeckt, das die Fähigkeit besitzt, die Farbe von Blumen zu bleichen, die in dieses Gas eingetaucht werden. Das Gas wird gewonnen, indem Manganerz in Salzsäure gegeben wird. Das Gas bekam den sehr eingängigen Namen dephlogistisierte Salzsäure. Geil. Weiß ich Bescheid. So. Genau, wir bilden hier eine Armee aus. Ich glaube, ich muss auch nicht noch weitere in Auftrag geben, dann haben wir auch irgendwann genug an Soldaten. Sonst halt ein bisschen überlegen, wie man... Hier haben wir wieder jetzt ein Missionar rumstehen. Kann natürlich auch nochmal sagen, ich will hier noch einen... Wie viele sind denn hier unten? Da ist einer, da ist einer. Dann nehme ich den. Stell ihn nicht so an. Oh. Dann kommen die ein bisschen schneller voran. Achso, hier in Bulgarien hatten wir noch einen. Wie sieht es eigentlich aus in Bulgarien mit der, von der Religion her? Das können wir gar nicht sehen. Keine Ahnung. Geh mal nach Rom. Dann verteilen wir dich von da weiter. So, hier weiter die Gotteshäuser ausbauen. Damit wir auch Protestantismus in Anatolien haben. So, wo die unsere Verbündeten, die Osmanen, hier das nicht selbst unter Kontrolle halten konnten, dann müssen wir halt die Führung übernehmen. Und das schließt eben das mit ein, dass wir hier den Protestantismus verbreiten. So, hier immer weiter ausbauen, genau. Da geht's auch voran. Ist schon über die Hälfte, aber ne, wenn es aufs Ende zugeht, dann dauert es natürlich länger, die wenigen verbliebenen Andersgläubigen noch zu finden. Kann man noch was ausbauen? Dann ist gleich das Geld auch wieder aufgebraucht. Ach ja, hier. Ach nee, es kommt erst noch. Das haben wir erst auf einen Auftrag gegeben, dass es abgerissen werden soll. Was weiß ich hier. Bauen wir mal. Guck mal hier. Da ist noch gar kein Artilleriegebäude. Allgemein hier sind manche Sachen überhaupt nicht ausgebaut. Weil ich damals einfach noch nicht. Weil die damals nie ausgebaut waren und dann hatte ich halt das nie gemacht, weil ich war ja immer die ganze Zeit im Spiel der Kontrolleur der Provinz. Nun gut. Nächste Runde, würde ich sagen. Was mal natürlich mit... Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Ach, dass er jetzt von unseren Verbündeten ermordet wurde. Ach. So. So. Ja, da wurde ein exekutiert. Ein Aufstand in England. Na, was habt ihr denn diesmal kaputt gemacht? Da hinten, das ist natürlich wieder schweineteuer.
So, in ein, zwei Runden könnten die auch hier soweit sein. Wie sieht es in Island aus? Ja, der bleibt weiter mit seinen 1,1%, die er weitermacht. So, hier haben wir auch langsam noch unsere Elite-Truppen. Bereit machen und Befehl erwarten. Jetzt können wir die nicht mehr ausbilden, die Elite-Truppen. Das ist dann die letzte. Das sind die letzten, die wir machen können. Wie lange wollen wir hier noch warten? Hier könnten wir auch noch einen ausbilden. So. Irgendwie, Und mit denen fahren wir dann irgendwann runter nach Malta und beenden die Sache hoffentlich. So habe ich mir das vorgestellt zumindest. Okay. Was mir noch eingefallen ist, was man natürlich noch machen kann mit den Lebemännern. Die haben doch hier bestimmt. Nee, haben sie nicht. Ach doch, da ist ein General. Man kann versuchen, den General irgendwie auszulöschen, da den umzubringen. Jetzt ist natürlich den, den wir da unten hingeschickt haben, der ist natürlich jetzt weg. Du gehst mal nicht da hinten hin, sondern du gehst hier irgendwo hin. Das mache ich mal mit mehreren. Ich schicke einfach mal alle dahin. Dann können wir versuchen, mit denen... Moment, die Liste von den Agenten. So, wir brauchen Lebemänner. Der hat noch Energie. Du kommst da auch mal hin. Und dann gibt es hier noch irgendwo einen. Habe ich den gerade? Der soll dahin gehen. Nein, du gehst jetzt auch mal hier hin. Das waren, glaube ich, auch alle, oder? Weil die sind ja nach Art sortiert. Genau, da haben wir drei Stück. Und die sammeln wir hier. Dann können wir versuchen, noch den General von den Briten umzubringen oder so. Vielleicht kann man da auch irgendwas Sinnvolles erreichen. Die haben gar keine Flotte da. So ganz nebenbei übrigens. Marine. Eine schwere erste Klasse. Komm. Noch richtig dicke Schiffe bauen wir nochmal. Dann ist das Geld auch weg. Na gut, das ist auch das Ende dieser Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dass wir auch zeitig mal hier gegen die Briten weitermachen können. Und das beenden können. Okay, bis dahin. Tschüss.